Wo der Typ eben stand. Da ist er. Ja, gut. Oh, mal finden, ja. Bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles. Also sei still. Ja, wir können ruhig reden jetzt. Wo du schon mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen. Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agua. Wer sind Sie? Agua. Netwatch. Die sind immer hinter uns her. Immer. Okay, was soll ich machen? Hey, ja. Was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt Moin Setra, hi. Erreicht. Willkommen. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Schritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Moment. Was ist? So kann ich auch. Wir werden rausgedrängt. Oh. Oh. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Okay. Ich will mich echt ungern mit Netwatch anlegen, wenn's nicht sein muss. Wirst du nicht, sondern ich. Du bist nur der Bote. Er ist cool. Das Herz. Du musst ihn rausreißen. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Okay. Hinter dem Kamionett ist ein Tor. Ich mach auf. Alles klar, ist klar. Skimaske. Okay. Jetzt zum ersten Stock, dem Kino. Jan Hamburg, moin moin und Hellfahrer. Okay, hallo, hallo, Thorsten, Setra. Dreiecksex, Uki Uki. Matilda K. Rose. Bossfight, Bossfight. Die Waffe ist der Wahnsinn. Ist auch noch vergiftet jetzt. Na, tut weh? Oh. Ja, Psycho. Alter Schwede. Und jetzt der Watcher. Okay. Da waren die dabei. Ich glaube, die hat genug. Synthetisches Kanin-Power-Bandana. 42 Panzerung. Erhöht maximale Sauerstoffkapazität um 5, Panzerung um 12. Hm. Okay, dann Liberty. Legendäre Powerpistole. Oh, mit Atomzeichen an der Seite. Nein. Nice. Gucken wir uns da mal ganz genau an. So. Los, gib mal Handy. Erledigt. Oh. 302 SPS. Thermalschaden. 2% kritische Trefferchance. 10% Chance auf Brennen. Mhm. 1,2 Kopfschuss Schadensmultiplikator. Erhöht die kinetische Energie von Projektilen um das Sechsfache, wodurch sie die Chance erhöht, einen Gegner zu Boden zu werfen. Und ganzen Arsch voll Slots übrigens. Ja. Das ist doch eine sehr schöne Waffe an der Stelle. Mhm. Nee, das nehmen wir nicht. Ich will mir die mal anschauen. Ah, und das Bandana können wir aufsetzen. Jo. Was hat das denn drin? Oh, besser. Halbwegs besser, gut. Besser als dieser Helmet, ey. Besser als dieser Helmet. Da sind wir unterschiedlicher Meinung, aber ist okay. Oh! Jo! Das ist ein Ballermann. Das 12. ist ein Ballermann. Das ist ein schöner Ballermann, lass mal upgraden. Wir spielen auf schwer, Space Taxi. Können wir nicht. Aber wenn so viele legendäre Sachen, kann ich das nicht irgendwie zercraften? Doch klar. So. Die kann eigentlich auch weg. Ja. Die kann auch weg. Die auch. Die auch. Die auch. Die und nicht. Die auch. Das sind unsere drei Hauptwaffen. Achso, ich dachte gerade. Alles gut. Auch so eine Liberty. Ich dachte, das wäre so eine Name. Da geht's ihm kurz. Alright, alright. Cool zu sehen, dass die Bossgegner immer was anderes droppen. Okay, okay. Das T-Shirt kann eigentlich auch weg. Das tragen wir nicht. Und dann kriegen wir die Punkte dazu. Drei ja, Stück. Ja, ja, ja. Ja. So, verbessern, upgrade. Okay, das wusste ich auch nicht, dass die was anderes droppen teilweise. An denen wahrscheinlich so bestimmte Loot-Tables, ne? Einmal habe ich schon upgegradet. Der Schaden der anderen war höher, oder lag das an der Munition? Nee, die hatte 300 DPS, die andere hatte 260 oder 262 also oder die, so. Also die Waffe hat deutlich mehr Power. Ja. Aber die Mods, die fließen da auch in die Berechnung natürlich mit rein. Ja. Danke. Hat er aufgemacht, wie Liebe. Ich will die auf jeden Fall mal testen, die Waffe jetzt. Mhm. Feindlicher Bereich. Ah. Kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu ihm. Du musst zuerst. Kino. Lasit? 3D. Oder? Ja, könnte sein.
Oh, hey, sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Mhm. Nomade, ich bin nicht zum Reden hier. Agenten überwältigen, bla bla bla. Du laberst zu viel. Oder genug in dem Gelaber. Sag schon, wer bist du? Du laberst zu viel. Das ist unser Auftrag, Alter. Es geht um unser Überleben. Zack. Einfach angeschlossen. Richtig. Rumgedengel hier jedes Mal, will mir irgendeine Lebensgeschichte aufproben. Nee, läuft so nicht. Guck mal. Oh, ey, nicht jetzt. Systemneustart. Ja. Johnny! Hey Johnny, hilf mal kurz hier. Kommt da. Hey, wie? Guck mal, kommt Rauch aus seinem Mund. Alles okay. Sekunde. Du wärst fast verreckt wie der. Oh, auch nur fast. Too much information. Oh, was ist passiert? Was denkst du denn? Die Voodoos haben gelogen. Du wurdest beschissen. Was? Du warst ihre gottverdammte Kamikaze-Drohne. Muss die Belohnung für deine Hilfe gewesen sein. Flare Netwatch mich ja kalt gemacht oder den Scheiß lasse ich nicht mit mir machen. Vielleicht war das auch Netwatch und die Voodoos wissen nicht, dass ich überlebt habe. Kann sein. Hm. Und Placid wischt sich die Tränen weg, sobald du lebend bei ihm auftauchst. Hm. Komm, lass uns zum Bettys und den Scheiß endlich klären. Der Bastard. Ich hoffe, er mag Überraschungen. Mal sehen. Wir können noch bei den Computer ran, vielleicht gibt's ja noch Loot. Jojojo. Na, Nachrichten? Alles verschlüsselt, ne? Ja, im Kopf. Kannst du das lesen? Nein. Hast doch IT gelernt. Ja. Okay, Erstellung von Sonderbefugnissen für Agent, bla bla. Later unavailable. Relic-Angebot. Wenn ich weiter an die zuständige Person weitergeleitet werde, suche ich einen anderen Käufer für den Relic. Ich weiß, ihr haltet mich hin, weil ihr versucht, meinen Hintergrund zu checken, aber ihr verschwendet eure Zeit. Alles, was ihr wissen müsst, habe ich euch schon gesagt. Ich habe den Relic 2.0, den Biochip, auf dem das Konstrukt von Johnny Silverhand ist. Und ich weiß, dass ihr nicht auf irgendein stinknormales Engramm aus seid, sondern ihr genau ihn haben wollt, um A, zu kontaktieren. Alt, ja. Ach, das ist Standardprotokoll. Wir brauchen mehr Informationen und Transaktionen, für die von dir verlangte Summe zu autorisieren. Wer hat dich ursprünglich mit der Beschaffung des Chips beauftragt? Was sind das genau für Leute und warum das Interesse am Konstrukt von Johnny Silverhand? Wer hat die Biochip-Extraktion geleitet? Wer war daran beteiligt? Was sind die technischen Spezifikationen des Relic? Das ist kein gewöhnliches Angebot, also kannst du dir dein Standardprotokoll sparen. Es geht hier um exklusive Arasaka-Technologie. Wer die Extraktion geleitet hat? Ich dachte, es läge auf der Hand, dass ich das war. Darum redet ihr mit mir. Und diese Leute sind die Voodoo Boys. Noch ein Detail, das dir wahrscheinlich schon bekannt war. Der letzte Agent, mit dem ich gesprochen habe, hat mir Schutz und eine neue Identität zugesprochen. Sobald der Transfer abgeschlossen ist, erwarte ich, dass ihr Wort haltet. Mhm. Da hat sie wahrscheinlich nur gelabert, oder? Dass sie die Extraktion geleitet hat? I don't know, Coop. Frag sie doch. Ja, das geht nicht mehr. Nee, aber oder, das ist alles ein riesiger Coup und wir werden hier komplett verarscht. Ein Coup, meine ich. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr, das Gesülze mir von diesen Netrunnern anzuhören. Ich ganz, nee, ernsthaft nicht. Die wollen immer nur irgendwas für sich raushauen. Ja, muss man ja gucken, ja. Wenn man da in der Situation keinen Bock mehr drauf hat, dann ist halt Feierabend. Oh fuck, er lebt! Hi guys! Willst du mit Placid reden? Bist du deswegen hier? Ja, ja. Ich kann dich zu ihm bringen. Ja, einfach gekauft, Hendrik, ja, bei Victor. Den kann man aber auch finden. Ey, wenn ihr jetzt noch irgendeinen Unfall mit mir hier macht, ne, ist eure letzte Chance. Oder irgendein Scheiß halt. So. Moin! Du bist dort. Nee. Was soll das passiert? Was zum Teufel ist passiert? Link ist abgebrochen, das war nicht geplant. Ihr habt Agententags geschreddert. Tu nicht so, als wüsstest du nicht, was passiert ist. Ich weiß ganz genau, was ich gesehen habe. Warst im Kriegsgebiet, wurdest getroffen. Ganz einfach. Ich musste meine Leute rausholen.
Nur das zählte. Wir wollten dich auch retten, aber Mosley war stärker als wir dachten. Deine Leute? Ja, wen? Ja. Deine Leute? Wen? Brigitte und andere. Netwatch hielt sie im Eis fest. Du siehst, der dreckige Job war in deinem Interesse. Nur so konntest du überhaupt mit Brigitte reden. Scheiße. Das hätte ich gerne gewusst, bevor du mich ins verdammte Feuer schmeißt. Asse, wir müssen runter. Brigitte. Es ist nicht vorbei. Netwatch kommt wieder. Willst du ihn etwa zur Gruft führen? Er ist noch ein Ranion, sonst nichts. Sieh dir die Scans an. Das habe ich. Sotti Kunia, vertut mon Sotti. Du musst Brigitte sein. Bist schwer zu erreichen. Ja, ernsthaft. Du hast was für mich. Du weißt vom Biochip, habe ich recht? Ja, wir müssen seinen Zustand prüfen. Kaputt. Ist der Zustand kaputt? Mhm. Was hast du auf den Scans erkannt? Genau. Mehr als Placid, ganz klar. Du hast den Biochip erkannt, weil du selbst nach ihm gesucht hast. Wir müssen dich untersuchen. Du hast die Gym nur auf Kosten des Chips überlebt. Willst du wieder meinen Kopf rumwühlen? Oder hoffentlich komme ich wieder besser klar als mit Placid? Ja. Ja. Placid und ich sind nicht wirklich Freunde geworden. Lass mich ungern rumschubsen. Dann dieses mysteriöse Rumgenuschel in jeder Ecke. Ja, ernsthaft. Da fällt mir ein, was bitte ist ein verdammter Ranion? So ein Gaijin. Ich erkläre dir alles, aber erst will ich wissen, ob der Biochip ganz ist. Falls ja, zahlen wir einen fairen Preis dafür. Vielleicht sowas wie Außenseite oder so. Biochip steht nicht zum Verkauf. Biochip war schon beschädigt oder ich gebe dir Zugang zum Chip. Steht nicht zum Verkauf, obwohl... beschädigt, würde ich einfach mal sagen. Ja, ja, ja. Wollen wir mit Ehrlichkeit weitermachen. Genau, genau. Der Chip ist eh schon beschädigt. Deshalb bin ich überhaupt hier. Er funktioniert nicht. Oh, er funktioniert hervorragend. Aber niemand kann ihn mir rausnehmen, ohne dass es mich vielleicht umbringt. Aber da du den Diebstahl in Auftrag gegeben hast, kannst du mir vielleicht helfen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Sie hat den Diebstahl in Auftrag gegeben damals, ne? Mhm. Der Name Evelyn Parker. Sagt dir was? Ah, die Puppe, die Hure. Sie führte dich also zu uns. Dann war sie wohl doch nicht vollkommen nutzlos. Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich, aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen. Ich habe euch gerade geholfen. Ja, ich glaube, ich habe schon genug für euch getan. Ja. Ernsthaft? Habe ich nicht schon genug für euch getan? Es ist nötig. Um ihn zu entfernen, müssen wir ihn untersuchen. Ja, das stimmt auch ein bisschen. Weil du mit leeren Händen dastehst, wenn du es verbockst. Das auch. Ich gab dir mein Wort. Wir helfen dir. Okay. Ja. Hab wohl keine Wahl. Komm. Mal sehen, vielleicht können die uns wirklich helfen. Ja, aber ich will nicht, dass jeder da an meinen Chip rumfummelt, Mann. Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen. Die wollen alle nur deinen Chip. Ehrlich gesagt, ja. Wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich? Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. Aha. Verbinden, verbinden, verbinden. Einmal verbinden. Ist kaputt, bist du sicher? Einmal verbinden. Ich scanne doch von außen. Verbind dich doch einfach mal. Ich will mich auch mal verbinden. Darf ich dann auch dein Chip? Mokka, denk an den Panzer. Du hast dich schon mal verbunden. Placid denn nichts über den Biochip? Oh ja. Hat ihn in den Scans nicht erkannt. Nur wenige von uns wissen vom Compeki Tower. Aber Placid ist... Yonbet de Bas. Nicht der hellste. Weißt du was? Das könnte es echt sein. Ja. Nicht die hellste Kerze. Du musst ein bisschen du musst die Raumluft, die musst du fühlen, guck. Dann kannst du das auch verstehen. Nicht der hellste. Wo gehen wir hin? Das siehst du bald. Ja, in die Gruft. Hat sie gesagt sogar. Nee, irgendwo, wo sie mich als nächstes erschießen wollen. Nein. Und dann wegbuddeln. Nein, das hätten die schon oben machen können. Denen ist das doch egal. Das hätten die oben machen können, wenn es denen egal wäre. Trivex, wer weiß. Warum hat uns der Chip... hat den Biochip nicht bemerkt. Hm. Seltsam. Er hatte keine Gelegenheit. Richtig, ich habe ihn weggeprügelt. Gut. Hätte unsere Arbeit erschwert. Deswegen habe ich ihn weggeprügelt. Wäre cool gewesen, wenn es der Chip einfach tolle Superheldenfähigkeiten gegeben hätte. Das ist ein alter U-Bahn-Tunnel. Johnny im Kopf. Das stimmt schon, Trivex, ja. Teil des alten Maglev-Systems. Als doch alle Staaten verbunden waren. Wie das Netz brach es nach dem Krieg zusammen. Okay, okay. Wie récurrent,
Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, was die hier aufbauen, ey. Das ist ein Zug. Und das war mal ein Zug. Ich glaube, das ist eine Energiequelle geworden. Ja, gut. Stimmt, der andere hat ja auch irgendwie zwei Atomreaktoren. Lass mich raten, ich soll mich genau da hinsetzen. In den Cyberspace. Ah. Der beste Ort für die Interaktion mit dem Konstrukt. Okay, warum wollt ihr Johnny haben? Woher weiß ich, dass ich zurückkomme? Oder wie unterscheidet sich das vom normalen Netrunning? Halt. Verarschen lasse ich mich nicht. Das fragen wir doch nochmal. Und genau. Einmal klauer geworden. Das heißt, ihr habt eure eigene Syntax-Schnittstelle. Wir haben von allem eine eigene Version. Wir benutzen nichts aus der Stadt. Mhm. Krass, ja. Ja. Hör mal, welche Garantie bekomme ich, dass ich zurückkommen werde? Du wirst in unserer Datenfestung sein. Bewacht. Bewacht von euch? Wüsstest du, was im Cyberspace auf dich wartet, würdest du dich nicht beschweren. Ey, keine Ahnung, was hier gleich abgeht, ne? Morg, das wird aber interessant, glaube ich. Was ist der Unterschied zu normalem Netrunning? Mhm. Die Schnittstelle zeigt dir die Datenebenen direkt aus dem Net. Lesbar. Normale Runner sehen nur eine Karte. Sie sehen nichts unter der Oberfläche. Ihre Tech ist zu schwach dafür. Mhm. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren. Wir wissen, sie stand Silverhand nach. Alt? Der Relic, der Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Ah. Wo denn? Von wem? Johnny mir von ihr erzählt. Johnny. Er hat mir ein bisschen von ihr erzählt. Johnny. Also gut, wie? Du solltest es ihr sagen. Ihr was sagen? Was mit uns? Das Konstrukt ist aktiv. Dadurch können Johnny und ich manchmal quatschen. Das schauen wir uns auch noch an. Was? Meinst du, ich halluziniere und rede mit einem imaginären Freund? Es ist noch unklar, wie ein Engramm in einem menschlichen Neuralnetzwerk existiert. Ja, das glaube ich auch, dass es noch unklar ist, ja. Ist für den Menschen nicht so lustig. Ja, das glaube ich aber auch, ja. Okay. Wie willst du Alt kontaktieren? Wir schneiden ein unverkennbares Stück aus Silverhands Engramm aus dem Biochip. Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment, was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direction connecte. Was? Connection stop. Warte mal. Scheint, als wärst du der Köder. Ja. Ja, Johnny ist das halt. Die wollen ihn damit locken. Du bist anscheinend der Köder. Ist dir das recht? Ja, scheiß drauf. Mach, was sie sagt. Okay. Was ist die Blackwall eigentlich? Lass mal fragen, genau. Das was ist irgendwas genau Krasses wohl. Ist die Blackwall? Ich meine, ich weiß. Du weißt nur, was Netwatch dir erzählt. Richtig. Die letzte Bastion gegen die Nachkriegs-KI. Der Triumph der Menschheit übers Chaos. Klingt wie die Netwatch-Propaganda am Samstagmorgen. Aber die Blackwall ist selbst eine KI. Die Grenzkondition lässt nichts durch. In keine Richtung. Mhm. Würden KIs wie Menschen denken, wäre sie ein Verräter für sie. Mhm. Okay, steigen wir rein. Ja, mal ab ins Bad hier. Oh. Tun wir's. Wenn das Leben muss mal kurz zurück, mal die Kamera aus. Ja, natürlich. Mal ein bisschen bequem, ne? Mhm. Bequem Chat heute, bequem Chat. Hm. Leon hat den Junkie Leaks. Okay. Was jetzt? Nicht noch mehr. Oh, das ist doch schon kalt genug. Barry. Johnny? Barry Plushy. Guck mal, die legen sich da alle ein. Alter, das ist hier Matrix oder was? Ja. Abgefahren. Wir gehen rein, Leute, wir gehen rein jetzt. Okay. Moin. Und schon VR-Chat. Nee, sieht besser aus. Wo sind wir? Die Datenfestung. Unser BBS. Die Brücke ins Deepnet. Aha. Es ist alles so lebendig. So real. Der Cyberspace ist ständig in Bewegung. Er atmet. Die Schnittstelle passt Ebbe und Flut von Daten an die Kapazität deines Gehirns an. Du bist ein außergewöhnlicher Fall. Also, siehst du etwas anderes, als ich sehe? Ja, der Cyberspace
ist immer Trouble. Also, wann fangen wir an? Alles bereit. Wir haben deinen Link zu Silverhands Neuralnetzwerk gestärkt, um das Fragment zu fassen. Wir brauchen die Daten zu Alt. Nur Alt. Es könnte sich ein wenig... Brigitte? Ich kann mich nicht bewegen. Ja, was geht denn jetzt ab, Alter? Ich weiß nicht, was sie macht. Ja, die laggt noch ein bisschen, ja, ich glaube auch. Ah, jetzt. Ah. Was war das? Was ist hier los? Das ist Johnny. Guck mal, die Erinnerung von Johnny ist das. Ja. Hey, was geht ab? Seid ihr alle da oder was? Miss Micro. Die Hand. What? Johnny, hast du einen Knall? Du bist krank! Was noch? Was kommt noch? Zimmer auf die Brühe schleifen! Hey, hier drüben! Wir über diesen Ort abfackeln! Vielleicht. The fuck? Samurai! Hat er gerade einfach einen abgeknallt? Ich glaube, er hat in die Luft geschossen. Warum rastet der denn so aus? Ich bin aber der Einzige, der eine Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast, fick dich ins Knie. Ja, der hat einfach das Publikum geballert. Oh, ich glaub, schön. Nee, nehme ich nicht. Ein Konzert oder ein Carry? Hä? Dachte, du wirst heute Abend nicht kommen, oder haben wir es eilig? Haben wir es eilig? Johnny Boy, bist ja ganz in Wallung. Hey! Na gut. Die Stelle musste leider zensiert werden, ist so. So, hey, na gut. Ja, ich wusste ja nicht, was passiert. Okay, Runde 2, das haben wir jetzt... Nochmal! Haben wir jetzt nicht so kommen sehen. Ich hab nicht hingeguckt, Chat. Sofort Kipper! Die hatte sich noch nie mal hingesetzt, sofort Kipper. Oh meine Güte. Schade, dass es da schon war. Musst du es immer versauen oder oh, schon wieder in Streitlaune? Musst du es echt jedes Mal versauen? Immer, wenn ich mich zur Abwechslung mal gut fühle. Wenn du dich gut fühlst? Aber sicher doch. Manchmal kannst du ein richtiges Arschloch sein, Johnny. Mach dich nicht happy, das hier, auf einmal? Ja, richtig. Ja. Lief doch toll. Was ist denn jetzt los? Das pisst mich komplett an. Denn du wusstest, auf was du dich einlässt. Ja, wenn du nur ein charismatisches, narzisstisch veranlagtes Arschloch wärst, das selbstverliebt seinem Traum hinterherjagt, wär's mir egal. Aber? Ist alles aufgesetzt. Das Konzert, Samurai, alles. Eine gigantische Lüge. Moin, Xantophia, hi. Du bist kein Rockstar, Johnny. Sieh's ein. Du solltest dich den Spinnern an den Straßenecken anschließen, die mit Schaum vorm Mund nieder mit Arasaka brüllen. Hast mich komplett geschaut, wie? Du bist eine, die ihren Männern gerne... Achso. Ihre Männer gerne repariert, oder? Ja.
Ah, verstehe. Reparierst deine Männer gerne, hm? Bist nicht die Erste, die es versucht. Ganz ehrlich? Ich habe Besseres zu tun. Wollte dir nur helfen, einzusehen, dass du dich selbst belügst. Und dass es an dir liegt, etwas daran zu ändern. Mhm. Pillen nehmen, das war's für heute, also verpiss dich. Oh Gott. Du hast Angst, du und Carrie. Ihr beide seid Feiglinge. Ich bin der Einzige, der sich traut, was gegen Arasaka zu unternehmen. Und Scheiße, das macht ihr Angst. Euch allen. Klar, Johnny ist missverstanden von ganz Night City. Das ist es, da liegt das Problem. Nun, okay. Ja. Hab heute keine Verwendung mehr für dich. Verpiss dich. Das ist richtiges Arschloch, ist das. Ich dachte... Das ist Alt Cunningham übrigens. Ja. Sei einfach still oder packen. Dass das was Ernstes ist? Wow, da hat aber jemand Vorstellungskraft. Oh. Kein Wort mehr, okay? Einfach Fresse halten. Zur Abwechslung. Was ist denn der so böse? Du bist ein hoffnungsloser Fall. Du weißt einen Scheiß über mich. Das ist alles, was uns verbindet. Sonst nichts. Junge, Junge, Junge. I don't fucking know. Stabile Beziehung, ja. Ja. Wohin gehst du? Nach Hause. Hab noch was vor. Komm, ich bring dich heim. Hast keine Boosts mehr, stimmt's? Sehr gerne darfst du ihn hauen, Sabi. Ganz dolle. Ja, sehr gerne. Und, wie lange willst du noch angepisst sein? Lass uns abhauen. Alter, hier war ja da hinten. Willst du ein Schlückchen mittrinken, Silberrocker? Nein, nein, nein. Verpisst euch. Aha, da hat einer eine kurze Lunte. Los, lauf! Hey, was denkst du, wo er hingeht? Lass mich los! Ich muss hier rumballern, ja. Sonst noch jemand eine Frage? Was? Oh, verdammten elektrokomischen Scheißklingen. Alter. Oh, Junge, Junge, Junge. Und so Junge. Endet die Geschichte. Lass mich einfach in Ruhe. Johnny! Oh, Boss gerade an. Moin, moin, Max. Hi. Lass mich bitte nur einmal schießen. Hi, Max. So, guten Morgen. Einmal bitte jetzt auf. Eigentlich hatte ich dem übrigens in den Kopf geschossen. Ja, dem anderen. Nein, ihm, der sie festgehalten hat. Der andere dahinter ist irgendwie gestorben, ja, aber er nicht. Hm. Birkin, hi, moin. Oh, boah, Max. Bald wieder, Max, bald wieder. Warzone, neue Season. Max, gönn dir. Hart rein. Neue Map, 30 neue Waffen. Gönn dir einfach. Hab mal ein bisschen Spaß, Max. Geh mal raus und hab ein bisschen Spaß. Der spielt schon hart Cyberpunk selber. Will sich halt nicht spoilern lassen. Der sah aus wie Vic. Nee, auf die Katze nicht geachtet, nee. Schade. Komm, hoch mit dir. Doch nicht Vic. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen? Das ist eine Ewigkeit, ja. Mann, hab ich dich vermisst. Blödsinn. Du Mistkerl konntest dich nicht mal zu einem Holo-Anruf durchringen. Du solltest doch zur Nachuntersuchung vorbeikommen. Nachuntersuchung? Komm, Junge, was soll das? Der ist wie ein Sohn für mich. Das sehe ich. Thompson? Weiß ich nicht. Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemanden. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Ah, Peasy Weasy Nice, gerade gegoogelt. Benjamin Völz ist die deutsche Stimme von Keanu Reeves und Charlie Sheen. Ah. Danke für die Info. Watson, das warst du? Wir müssen reden. Okay.
Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruhe dich aus. Ein paar Stunden, damit sich die Stiche beruhigen können. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Also, rede. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht. War zu schnell dafür, hm? Hast du mal eine Knarre gesehen? Wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Starke Stimme aber. Ja. Was willst du? Also, was willst du? Story? Was krasses für die Scream-Sheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Bis gleich, Nils. Hatte meine Story schon. Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen und sind abgerauscht. Hm. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Alter, damit nichts zu tun, es ging um mich. Geht dich einen Scheiß an. Dass sie Alt entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Sagt er. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Oh. Willkommen zurück, Nils, genau. Arasaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme. Okay. Jetzt ist er besoffen. Hm. Das war Tequila. Der hat aber einen großen Schluck genommen. Was wollen die von ihr? Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saka haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Stell dir das mal vor, wenn Saka Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Jeden Runner, der versucht, an ihrem Eis zu kratzen, wird Soulkiller einfach ausknipsen. Ich hab's gesehen. Es gibt nicht den geringsten physischen Schaden am Nervensystem oder sonst wo. Keine Geräusche, keine Zuckungen, kein Gestank. Nur Gehirnströme, die urplötzlich stillstehen. Als hätte jemand den Stecker gezogen. Das ist zu krass. Oder die Seele aus dem Körper gerissen. Cool. Erzähl mir den Rest unterwegs. Hör ich da massive Zweifel raus? Nee, ich glaub dir. Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower, um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Ich kenne ein paar Typen mit Atlantis, die nehmen wir mit. Oder komm mit, du kannst zusehen. Komm mit, kannst mir über die Schulter gucken. Machst du ja scheinbar gerne. Aber mal. Sag nichts. Ich warte im Wagen. Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Wir reden da nicht drüber, was da gerade passiert ist. Okay, okay.